Während die externe Situationsanalyse den Möglichkeitsraum des Relationship Marketing aufzeigt, dient die interne Stärken-Schwächen-Analyse der Abwägung, welche Aktivitäten das Unternehmen im Rahmen dieses Möglichkeitsraumes sinnvoll ergreifen kann. Es handelt sich somit bei der Stärken-Schwächen-Analyse um eine Ressourcen-Analyse, die folgende Bereiche betrifft: Finanzen, Forschung und Entwicklung, Einkauf, Personal, Leistungserstellung und Marketing. Die Durchführung einer Ressourcenanalyse dient zur Orientierung. Dabei sind folgende drei Schritte einzuhalten. Zunächst gilt es, ein Ressourcenprofil zu entwickeln, in dem in den verschiedenen Ressourcenbereichen relevante Aspekte identifiziert und bewertet werden. Als Evaluationskriterien kommen beispielsweise die Qualifikation der Mitarbeiter, die Qualität der Leistungen oder die Verfügbarkeit finanzieller Mittel in Frage. Ressourcenbereiche können auch als Erfolgsfaktoren bezeichnet werden. Der nächste Schritt dient der Identifizierung der Stärken und Schwächen des Unternehmens. Hierzu sind die vorhandenen Ressourcen mit den Markterfordernissen abzugleichen, beispielsweise das Verhalten der Mitarbeiter im Kundenkontakt mit der vom Kunden erwarteten Kundenorientierung. Schließlich wird im dritten Schritt im Hinblick auf die Stärken und Schwächen ein Vergleich mit der Konkurrenz vorgenommen, um die Identifikation spezifischer Kernkompetenzen zu ermöglichen. Die identifizierten Stärken und Schwächen eines Unternehmens erlauben absolut betrachtet allerdings keine oder nur unzureichende Implikationen für das Relationship Marketing. Zur zielgerichteten Ableitung von strategischen Stoßrichtungen ist eine Analyse dieser internen Gegebenheiten in Relation zu den externen Chancen und Risiken erforderlich und dieser Abgleich erfolgt schlussendlich in der Zusammenführung von externer und interner Unternehmensanalyse im Rahmen der SWOT-Analyse. Auch in diesem Zusammenhang gilt, dass die Spaltenüberschriften in der Darstellung, also Finanzen, Forschung und Entwicklung, Einkauf, Personal, Leistungserstellung und Marketing, die jeweiligen Analysebereiche identifizieren, während die Auflistung unter oder in den Spalten einfach beispielhaft ist. Um den Anforderungen an eine interne Unternehmensanalyse gerecht zu werden, stellen wir Ihnen in der Folge verschiedene Analysemethoden vor, und zwar die Wertekettenanalyse, weiters sonstige kostenorientierte Analysemethoden, die Positionierungsanalyse, die Lebenszyklusanalyse und abschließend die Potenzialanalyse.